Hallihallo, schön dich wiederzusehen. Und puh, ist das heute ein warmer Tag. Gut, dass es in Verpinte einen Strand gibt. Und wer jetzt denkt, ha, kaufe ich mir jetzt eine Sonnenbrille, wird eine Überraschung erleben. Denn sobald du den Shop betrittst, dreht sich deine Welt auf den Kopf. Hui! Von dieser Krankheit sind alle Brünnlingen betroffen. Auch in Jarlaheim. Danke an jeden, der mir diesen witzigen Bug geschickt hat. Und was ist nur los in Jovik? Du weißt ja, in letzter Zeit ist Jovik nicht ganz normal. Dieses kuriose lila Licht. Nun ja, es ist weg. Wohin es ist? Wer weiß? Ich hatte ja angenommen, dass es aus der Ruine der Kirche kommt. Mittendrin draus leuchten tut. Aber das Screenshot von Eva zeigt eindeutig, dass es aus diesem Kreis kommt. Vor der Kirche. Und ich sagte noch, dass der Kreis eine Bedeutung haben wird. Vielleicht? Ja, vielleicht. Wird es einen Geheimgang geben, den du aktivieren musst. Dort wird sich dann eine riesengroße Wendeltreppe auftun, die nach unten führt, in ein längst vergessenen geheimen Versteck. Wow, das wäre es. Die ehemaligen Stormhearts sind doch verwandt, denn wie ich in den Kommentaren gelesen habe, wird im asiatischen Raum der Familienname zuerst erwähnt. Also, Herr Lee, lesen wir doch den Brief von Montana. Du kannst Heu und Sie gaben in Fort Pinter einfach aufheben. Also das Heu glitzert nicht. Aber doch, ich hab's aufgehoben. Kann ich jetzt damit mein Pferd füttern? Nein, steht ja auch da, Auftragsitem. Okay, also soll ich damit die Pferde im Stall füttern? Ja, das klappt. So, Pferdchen, jetzt habt ihr alle frisches Heu. Guten Appetit. Kann ich auch noch die anderen Aufgaben machen? Ja, oh super. Das heißt, du musst nie wieder die Aufgaben am Brett zuerst annehmen. Das ist großartig. Das spart Zeit. Ist das so jetzt auch bei den anderen Stellen? Komm, Rose Princess, gehen wir nach Moorland. Nein, hier klappt es nicht. Und bei der Baroness? Auch nicht. Schade. Dann ist es entweder ein Bug oder ein Stall zum Testen. Ob die Spieler sich auch so zurechtfinden, auch wenn nichts glitzert oder ein Auftrag angenommen wurde. Und danke, Montana, für deinen Tipp. Auf Instagram wurde ich auf dieses Buch aufmerksam gemacht. Ein Buch mit richtigen Text und Buchstaben und nicht nur Zeichen? Dort steht Buchtext, gemischter Text über Dinge. Rate, es ist über sehr wichtige Dinge. Es ist gefüllt mit endloser Weisheit. Aber Text ist eigentlich nichts. Nur ein Versuch auszusehen wie ein Standardtext. Wie auch immer, du solltest einen schönen Tag haben. Und wir hoffen, du genießt das selber online. Der Text geht hier fort und geht durch das ganze komplette Buch. Von der Kunstseite bis zur letzten Seite. So viel Text überall. Der Schluss ist dann irgendwie seltsam. Später, ich wette, Gruß, Star Stable und aufgeregtes Team. Ich weiß nicht genau, was dort steht. Wow, da war auf jeden Fall mal jemand sehr kreativ. Der hätte auch seine Einkaufsliste schreiben können. Und ist das hier bei Fripp das erste Zeichen von Granok? Granok soll ja ein Tentakelmonster sein. Schau mal, über dem Monster sind die Soul Rider. Das erkennt man an den Zeichen. Und darüber ist Fripp, denen es ja momentan nicht so gut geht. Aber wir sind auch nicht dabei. Das macht mir schon ein wenig Sorgen. Wenn wir nicht in dieser Weissagung vorkommen, gibt es dann uns auch noch? Oder verlieren wir unsere Kräfte? Wenn du wissen willst, wo Fripps Haus ist, musst du dich nur bei ihnen hinstellen und so die Kamera drehen. Dann siehst du Jovik von oben. Und das hat man auch bei der Halloween-Quest gesehen, wo hier ein Geist war. Okay, schauen wir mal nach dem nächsten Brief. Mir ist etwas Merkwürdiges passiert. Als ich gerade nach Ipona geritten bin, wurde ich von einem unsichtbaren Mähdrescher überfahren. Oh, mit freundlichen Grüßen, Cora Lionmoot. Ein unsichtbarer Mähdrescher? Macht die GED etwa Experimente mit Unsichtbarkeit? Diesem müssen wir unbedingt nachgehen. Okay, hier müsste die beschriebene Stelle sein. Wenn ich das jemand erzähle, ich jage unsichtbare Mähdrescher. Hast du es gehört? Das waren Hupen. Hier ist wirklich ein Auto oder ein Mähdrescher. Oh, ich glaube, ich wurde überfahren. Hat sich jemand das Kennzeichen gemerkt? Du hast nichts gesehen? Ich auch nichts. Es stimmt also. Hier gibt es ein unsichtbares Gefährt. Das erinnert mich, dass dort oben mal am Weg auch etwas Unsichtbares stande. Ein unsichtbares Auto, Mähdrescher oder sonst was. Ich weiß noch, dass ich ständig gegengerannt bin. Übrigens, willst du dir einen Überblick von Ipona verschaffen? Mit Anastasias Trick ist das überhaupt gar kein Problem. Du musst zum Observatorium 12. Die Leiter hoch und dann runterfallen. Dabei aktivierst du den Fotomodus.
Oh, ja, alles wird schwarz. Und wir sind oben. Jetzt sieht man mal, wie groß das Gebiet doch eigentlich ist und wie viel wir doch schon erkundet haben. Eine Kleinigkeit wurde übrigens verändert, und zwar der Weg vom Moorland zum Eventplatz und der Strand beim Silverzorn. Dies ist Isabella aufgefallen. Kommen wir doch zu den Instagram-Posts der Woche. Diesmal gibt es wieder ein tolles Bild. Du fragst sicherlich, was mache ich eigentlich mit den Bildern? Warte mal, ich kann es dir eigentlich mal zeigen. Das hier ist mein Zimmer. Schau mal, da ist meine Kommode, da ist mein Osterhase, da ist mein Bett. Und da sind deine Bilder. Ich habe sie ausgedruckt, ausgeschnitten und aufgehangen. Wir haben die unterschiedlichsten und kreativsten Bilder. Da ist das von Hannah, hier ist das neue, hier ist eins vom Valentinstag, hier eins mit einer besonderen Maltechnik. Einfach nur super Zeichnungen. Die sehen bombastisch aus und sind mein voller Stolz. Und ja, das passiert eigentlich mit deinen Bildern. Ich drucke sie aus und hänge sie auf. Okay, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Genieß das Wetter draußen und bis zum nächsten Video am Sonntag. Tschüss.